Schön, dass du mit dabei bist heute beim Wohnzimmer-Workout. Wir machen ein kleines intensives Workout, ca. 20 Minuten. Und was du dafür brauchst, ist eine Matte und ein Handtuch. Wir machen die Übung immer zwei Runden und jeweils machen wir eine Übung immer 45 Sekunden und haben danach dann 15 Sekunden Pause, um in die nächste Übung überzuwechseln. Im ersten Satz baue ich die Übung langsam mit dir auf, erkläre dir, wie sie funktioniert, worauf du achten solltest. Und im zweiten Trainingssatz gibst du dann mal so richtig Gas. Wir wärmen uns erstmal gemeinsam auf. Also geh einfach mal in den hüftbreiten Stand und lauf am Platz ganz normal los. Und du kannst es wirklich überall ausführen. Ich habe die Übung so konzipiert, dass du nicht viel Platz brauchst. Selbst in meinem kleinen Wohnzimmer hier habe ich genügend Platz, um das Training durchzuführen. So, jetzt nehmen wir zu dem Marschieren nochmal das Schulterkreisen nach hinten mit dazu. Du kannst gerne mal hier die Fäuste ballen, die Daumen nach außen drehen und mal die Schulterblätter so richtig aneinander ziehen. Ganz fest an die Wirbelsäule ran. Na, am besten hast du dir jetzt auch schon im Vorfeld Musik mit angemacht. Deine Lieblingsmusik, die dich nochmal so richtig motiviert und dann nochmal das Letzte aus dir rausholt. Ganz große Bewegung nochmal. Zieh die Schulterblätter fest zusammen. Jawohl, sehr, sehr gut. So, wir machen die Bewegung etwas größer. Du marschierst weiter und öffnest und schließt einfach mal die Arme. Richtig groß werden. Das Brustbein mal mit heben, nach oben schauen. Und dann nehmen wir auch nochmal bewusst die Mobilisation in der Brustwirbelsäule mit dazu. Das heißt, du machst den Rücken jetzt rund. Also ganz große Bewegung. Dazu weiterlaufen. Kurzes Aufwärmen, damit du dann optimal vorbereitet bist. So, jetzt bleib mal aufgerichtet und nimm mal deine Hände an den Hinterkopf. Zieh die Ellbogen ganz weit zurück, heb das Brustbein noch ein bisschen höher. Und jetzt nimm einfach mal die Knie so weit wie du kannst nach oben. Sehr gut. Bleib aufrecht. Heb dein Brustbein. Zieh den Bauchnabel ein bisschen nach innen oben. Und heb die Knie so, ohne dass der Rücken rund wird. Du bleibst richtig stabil. Und jetzt werf vielleicht ein kleines bisschen langsamer. Heb das Bein. Nimm eine Oberkörperrotation mit dazu. Das heißt, wenn du das linke Bein anhebst, drehst du den Oberkörper, hoppala, auch zur linken Seite. Rechtes Bein hoch, Oberkörper nach rechts. Sehr schön. Ellbogen bleiben hinten. Probier nochmal dein Brustbein etwas mehr Richtung Himmel nach oben zu heben. Und noch eine Wiederholung. Und du stellst dich breiter als schulterbreit auseinander, nimmst die Hände hier vorne auf die Oberschenkel. Der Daumen ist an der Innenseite. Ich zeige dir die Übung jetzt seitlich. Mit dem nächsten Ausatmen machst du den Rücken einfach mal rund. Und mit dem Einatmen kommst du wieder ganz lang ins Hohlkreuz zurück. Einatmen lang, ausatmen rund. Na, wie so eine Schildkröte, die sich immer wieder mit dem Kopf in den Panzer zurückzieht und dann wieder den Kopf rausstreckt. Also langen Nacken machen. Die ganze Wirbelsäule nochmal mobilisieren. Und dann lässt du den Rücken lang gestreckt. Position bleibt. Also heb weiterhin dein Brustbein nach oben. Geh mal ganz tief runter. Führ die Hände gerne am Schienbein entlang, soweit bis du deine Füße berührst. Drück die Knie ein bisschen mit den Ellbogen nach außen. Mit dem nächsten Ausatmen schiebst du den Po nach oben. Die Hände bleiben an den Füßen. Und mit dem Einatmen, jawohl, kommst du wieder tief. Ausatmen. Po nach oben, Rücken rund, einatmen, Brustbein hoch, die Schultern wieder tief. Also hier guckt die Schildkröte wieder deutlich aus dem Panzer raus. Ganz lang Hals machen. Sehr, sehr gut. So, dann setz einmal deine Hände nach vorn ab. Lauf zurück. Mit den Händen bist du schulterbreit. Die Füße kannst du ganz eng aneinander nehmen. Und mit dem Einatmen schieb dich mal richtig weit vor. Ausatmen nach hinten. Die Schultern ziehen wieder weg von den Ohren Richtung Becken. Der Bauchnabel geht wieder nach innen. Und die Pobacken kneifst du mal ganz, ganz eng zusammen. Und schiebst dich einfach hier vor und rück. Spannung halten. Darauf achten, dass du wieder einen Berg
noch hier so einen Talmast, also nicht durchhängen, bleib möglichst in einer Linie. So, dann halte hier hinten die Spannung, komm mit dem rechten Fuß nach vorne, nimm die rechte Hand, löse die rechte Hand, verdrehe dich, Brustbein schiebt wieder nach vorne raus, Hand wieder absetzen, Fuß zurück, linker Fuß, nehm die linke Hand, wieder drehen, tief und rück. Das Ganze mach in deinem eigenen kontrollierten, langsamen Tempo weiter. Na, hier mobilisieren wir die Wirbelsäule nochmal, die Hüftmuskulatur. Die Hüfte an sich wird mobilisiert. Und du wärmst natürlich richtig gut durch die Stützposition deine Muskulatur auf. So, jetzt setzt noch einmal den Fuß nach vorn. Bleibst hier, streckst das hintere Bein durch, stützt dich kurz ab, kommst nach oben und mit dem Einatmen streck dich nochmal lang, ausatmen, Arme tief, einatmen, lang strecken. Versuch das hintere Bein richtig gestreckt zu halten, schieb die Hüfte jetzt in dem Moment, wenn du einatmest, runter, die Arme gehen hoch, ausatmen, wieder ein kleines bisschen raus, aus der Position, so dass wir die vordere Faszienkette noch mal aktivieren. So, geh noch mal tief. Fuß rück. Spannung kurz halten. Fuß nach vorn. Abstützen. Hüfte runter. Hinteres Bein gestreckt. Brustbein wieder raus. Komm nach oben. Na, wenn es hier wackelig ist, stell deine Füße etwas breiter auseinander. Dann auch hier wieder einatmen. Hüfte nach vorn. Ausatmen, wieder rück. Und einatmen. Arme hoch. Brustbein anheben. Gern den Händen hinterher schauen. Jawohl, noch vier Stück. Auch hier wieder auf der Seite die vordere Faszienlinie aktivieren. Und ich glaube, zwei sind es noch. Und ein letztes Mal. Und dann komm wieder nach vorn. Und um nochmal den Puls richtig nach oben zu bringen, lauf am Platz nochmal richtig schnell los. Nimm gern die Arme nochmal mit. Erstmal langsames Tempo. Und dann erhöhe mal langsam das Tempo, ganz kleine Skipping-Bewegung. Die Arme entweder langsam lassen oder nochmal richtig schnell mitnehmen. Und versuche nochmal sanft das Ganze auszuführen. Also leise wie eine Katze. So, dass deine Nachbarn nicht erschrecken. Und nochmal richtig Gas geben. Letzten 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen, lockern, durchatmen. Und jetzt bist du hoffentlich aufgewärmt. Wenn nicht, wiederhol die Aufwärmung noch einmal. Oder renn nochmal kurz 30 Sekunden richtig intensiv am Platz. Und danach legen wir mit dem ersten Wohnzimmer-Workout los. Also viel Spaß jetzt damit. Los geht's mit dem Wohnzimmer-Workout. Breite bitte auch deine Matte aus und wir arbeiten wieder jede Übung 2x45 Sekunden durch. Na, wenn wir einseitige Übung machen, bearbeiten wir auch eine Seite 45 Sekunden, dann die andere und dann kommt die Kombiübung mit dazu. Also viel Spaß jetzt wieder. Ich starte den Timer und hast nochmal 15 Sekunden Vorbereitungszeit. Gehst jetzt in eine breite Kniebeuge. Hier musst du heute gar nicht viel machen. Du nimmst einfach bloß die Arme nach vorn und dann atme mal tief durch, heb dein Brustbein, spann den Bauch an und dann gehe tief. Heute machen wir einfach nur mal diese Übung haltend. Die Knie gehen hier nach außen, zeigen immer Richtung Zehenspitzen. Das heißt auch deine Zehenspitzen, deine Füße sind leicht nach außen gedreht. Rücken ist lang, du setzt dich schön tief, haltest diese Position, halte diese Position. Einfach nur 45 Sekunden, du musst hier gar nicht viel machen. Heb nur dein Brustbein, zieh die Schultern tief. Du kannst auch die Hände in die Hüfte stellen, finde ich persönlich unangenehm. Kannst die nach vorne nehmen, kannst die verschränken. Wenn du willst, kannst du die auch nach oben strecken. Also mach mit den Händen das, was du damit möchtest. Na, nur nicht hier abstützen. Also nach vorne, da sind es nur noch 8 Sekunden. Und du gehst vielleicht noch mal ein bisschen tiefer, weil du merkst, du kannst noch. Und dann kommst du langsam wieder nach oben. Die nächste Übung, atme mal tief durch, locker kurz die Beine. Zeige ich dir von der Seite. Und zwar gehst du jetzt einfach bloß
einen Schritt nach hinten, nimmst den Arm nach vorn, tief runter und dann komm wieder hoch, wechsel auf die andere Seite. Rück, tief, kurz halten, das ist Level 1. Rück, tief, mal hier halten, Level 1. Level 2, du gehst tief, explosiv hoch, landest sanft, wieder nach vorn. Rück, tief, hoch, sanft landen. Das ist dein Level 2. Rück, tief, hoch, sanft landen. Und Level 3, rück, tief, hoch, Wechselsprung. Tief, hoch, Wechselsprung. Such wieder das Level für dich aus, das am intensivsten für dich ist, das dich richtig fordert, ohne dich zu überfordern. Erste Runde schon geschafft. Zweite Runde wird richtig schön knackig. So, stell die Füße wieder breit, Zehenspitzen, Knie nach außen zeigen, Hände in die Hüfte, nach vorne oder nach oben, setz dich tief und halte. Einfach nur die Position. Versuch ungefähr in einem 90-Grad-Winkel zu sein, dein Brustbein nach oben zu schieben, tief und gleichmäßig atmen. Na, vielleicht schlägt dein Herz auch schon so stark wie meins. Nur noch 25 Sekunden. Das schaffst du doch locker. Atme tief ein, zieh nochmal die Mundwinkel nach hinten oben, lächel und halte. Einfach nur halten, halten, halten. Jetzt merkst du vielleicht, wie sie im Oberschenkel leicht anfängt mit ziehen und dann sind es auch nur noch 10 Sekunden. Also ganz locker schaffst du das jetzt noch. Brustbein hoch, Schultern tief, vielleicht nochmal ein bisschen tiefer setzen, Muskelspannung beibehalten und leider ist es auch schon vorbei. So, die Jumping Jacks oder die Variante der Jumping Jacks Level 3 mal starten. 45 Sekunden. Es geht gemeinsam los. Also, Rück, Tief, Jump, Wechsel. Und das Ganze machst du in deinem maximalen Tempo. Schön tief runter. Und wenn du merkst, es wird zu viel, geh eine Stufe zurück. Tief, hoch und ganz normal wechseln. Gib nochmal alles, fordere dich nochmal, bring die Oberschenkel zum Brennen, bring dein Herz mal richtig auf Temperatur, bring die mal auf Drehzahl. Genau, schön hoch die Herzfrequenz. 14 Sekunden noch, gemeinsam Level 3 zu Ende. Ja, auch für mich intensiv, aber wirklich sehr, sehr effektiv diese Übung. Und dann hast du es schon geschafft. Wir machen eine Minute Pause. Atme durch. Tief einatmen. Ausatmen. Und den Puls wieder runterbringen. So. Locker kurz. Beweg dich ein bisschen bei dir in der Wohnung. Na, bring den Puls runter. Ich zeig dir schon mal die nächste Übung. Und zwar ist es die Bankstützposition bzw. die obere Liegestützposition. Die Hände kommen unter die Schulter. Die Füße sind hüftbreit oder enger. Bauch ist angespannt. Hier atmest du tief ein. Und mit dem Ausatmen schiebst du einfach den Po nach hinten oben. Die Beine gebeugt oder gestreckt. Je nachdem, wie beweglich du bist. Und das ist dein Level 1. So, ich muss mal kurz die Matte zur Seite räumen. Mach du das gerne auf der Matte. Die rutscht ein bisschen, die wird immer länger mit der Zeit. Deswegen zeige ich es dir am Boden. Also, auf geht's. Erste Übung. Tief einatmen, ausatmen, Po nach hinten oben schieben. Darauf achten, wenn du in der Mitte bist, dass du nicht durchhängst. Und wenn du jetzt sagst, Michael, das ist ganz schön easy, dann bleibst du vorn, atmest aus, Liegestütz, atmest ein, hoch, atmest aus, den herabschauenden Hund. Einatmen, Mitte, ausatmen, tief, einatmen, Mitte, ausatmen, hoch. Versuch hier, in deiner Atemfrequenz schön kontrolliert zu arbeiten. Zieh die Schultern immer aktiv weg von den Ohren.
und bleib in deinem Tempo, letzten 3 Sekunden leider schon. Und dann gehst du jetzt einfach in die Bauchlage. Stellst die Füße mattenbreit auseinander oder ein bisschen breiter als hüftbreit. Nimmst die Arme lang nach vorn. Stell dir vor, du greifst einen Stab, heb die Arme hoch und dann einfach hier anbeugen und wieder nach vorne schieben. Ne? Hast hier einen Stab in der Hand, den Stab ziehst du Richtung Brustkorb und dabei hebst du den Oberkörper mit hoch und senkst den langsam wieder ab. Also richtig kraftvoll ranziehen und nach vorne. Versuch die Ellbogen hinter den Rücken zu ziehen. Also das ist deine Bewegungsvorstellung, die Ellbogen gehen hinter den Rücken. Die sind wie Magnete und die ziehen zueinander. Ja, du ziehst hier runter, vielleicht wie aus dem Fitnessstudio, der Latzug hinterm Kopf vorbei. Diese Bewegung führst du jetzt aus, hältst die Arme schön weit oben, dass der ganze Rücken angespannt ist und hast auch hier die erste Runde schon geschafft. Also, zweite Runde. Du kennst die Übungen, gib jetzt nochmal richtig Power. So, Hände bisschen breiter als schulterbreit, Füße hüftbreit, tief einatmen, ausatmen, Po nach oben, Rücken möglichst lang, einatmen, Mitte, ausatmen, tief, einatmen, aus, ein, aus. Deine Atemfrequenz und achte darauf, dass du, wenn du die Liegestütze ausführst, wirklich wie ein Brett tief gehst und dich wieder nach oben schiebst. Also kein Durchhängen, auch den Po nicht nach oben schieben. Wirklich eine Linie tief in die Liegestütze runter. Zieh durch die letzten 15 Sekunden. Schaffst mindestens noch 5. Also gib nochmal alles. Po nach oben. Vor, tief, hoch. Po nach oben. Vor und tief. Und deine letzte Wiederholung. Und Pause. Durchatmen. Geh direkt in die Bauchlage. Und atme tief und gleichmäßig wieder ein und aus. Füße aufstellen, Fersen nach hinten schieben, Knie gestreckt. Nimm deine Arme vor, heb sie hoch und zieh kraftvoll die Stange, den Stab zu dir ran. Die Ellbogen zueinander führen. Und immer wieder ganz lang nach vorn strecken. Den Oberkörper richtig mit anheben, so weit wie du kannst. Wenn du beweglicher bist als ich, kommst du natürlich noch etwas höher. Und auch hier bloß noch 25 Sekunden. Dein Tempo, deine maximale Anspannung der Rückenmuskulatur, der Gegenpart zu den Liegestützen, die wir gerade gemacht haben. Also gib nochmal alles. Zieh ran, heb den Oberkörper und wieder nach vorn. Gerne auch mal hier kurz nochmal halten in der Position. Mach's dir nochmal intensiv. Bleib oben und wieder vor. Und auch hier hast du es schon geschafft. Atme durch, locker die Schultern, den Nacken ein bisschen aus. Ich hole die Matte wieder zurück. Und dann haben wir noch eine Minute. Du atmest durch. Wir machen den Seitstütz. Den Seitstütz so, dass wir eine Seite erst komplett fertig trainieren. 45 Sekunden und danach auf die andere wechseln. Und dann kommt eine wunderschöne Zwischenübung im Unterarmstütz oder auch in der Liegestützposition. Für den Seitstütz, beginn mit deiner ersten Seite, beug die Beine, schieb die Hüfte nach vorn, also Po angespannt, Hüfte vorschieben, Ellbogen ist unter der Schulter. Die Schulter hier oben, achte darauf, dass sie nicht nach vorn fällt, zieh die zurück, streck auch gern die Arme lang, den Arm lang hoch. Und dann geht es hier einfach bloß hoch und tief, Level 1. Nochmal 15 Sekunden zum Durchatmen, Level 2 zeige ich dir wieder während der Übung. Also, letzten 10 Sekunden, mach dich bereit. Starte mit deiner ersten Seite. Knie aufeinander, Po anspannen, Hüfte nach vorn. Die Hüfte ist leicht über der Matte. Und dann in deinem Tempo hoch und wieder tief. Hoch, tief. Achte darauf, dass du hier nicht in der Schulter drin hängst, sondern dich aktiv aus der Schulter rausschiebst. Und wenn du jetzt sagst, du willst ein bisschen mehr, dann streck die Beine und heb hier das Becken wieder hoch und tief. Du kannst die Füße auch gefächert voreinander stellen und gehst gleichmäßig
nach oben, wieder nach unten. 20 Sekunden noch. Stell dir vor, du hast hier um der Hüfte einen Strick. An dem Strick zieht dich immer wieder jemand hoch. Und der zieht dich immer höher und höher. Du kommst noch weiter nach oben. Mit jeder Wiederholung ein bisschen mehr. Schiebst dich aktiv noch mehr aus der Schulter raus. Und letzten 3 Sekunden. 2, 1, Pause. Direkt Wechsel auf die andere Seite. Auch hier starten wir wieder in Level 1 gemeinsam. Knie aufeinander, Knie, Hüfte, Schulter bilden wieder eine gerade Linie. Nimm den Arm hoch, stell ihn in die Hüfte oder an den Kopf und dann starte wieder. Also auch hier spielen mit der Armposition. Nimm am besten immer die, die sich ungewöhnlich anfühlt, ungewohnt anfühlt. Und wieder hoch, tief, auch hier gern Beine strecken. Hüfte hoch und tief oder die Füße wieder voreinander gestellt und ganz, ganz große Bewegung machen. Na, hier ist das Pendel, da zieht dich jemand hoch und tief und das Ganze, die letzten 15 Sekunden, komm noch mal ein bisschen höher. Die Bauchmuskulatur, die jetzt an der unteren Seite ist, die arbeitet, die schiebt dich hoch. Spür da noch mal rein. Letzten 3 Sekunden. Sehr, sehr gut, super. So. Wir gehen in die Liegestützposition, in die obere Liegestützposition. Wenn du möchtest, kannst du das Ganze auch im Unterarmstütz ausführen. Mir ist diese Position angenehmer. Du hältst einfach nur jetzt, Bauch und Po ist angespannt. Und wenn du sagst, es ist dir zu wenig, dann lauf mal mit den Füßen nach außen und wieder nach innen. Gern wieder im Wechsel. Rechter Fuß. Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, dann linker Fuß zuerst, rechter Fuß zuerst. Deine Körpermitte bleibt richtig fest, da bleibst du stabil. Spannst den Bauch und den Po maximal an. Und wenn auch das noch nicht genug ist, bleib stabil und spring das Ganze in deinem Tempo. Die Schultern bleiben ruhig, stabil. Also du wippst hier nicht irgendwie mit rum. Der Rumpf bleibt ganz stabil angespannt und du springst nach außen. Und nach innen für die letzten 5 Sekunden. 4 noch. 3. Das macht Spaß. Ich sehe das an. Und langsam wieder lösen. Puh. Intensiv, oder? Macht auch Spaß. 2. Runde. Seitstütz. Starte jetzt ruhig mal in der schwereren Variante. Also die Beine gestreckt. Hüfte vor, Arm hoch. Und dann geht es hier hoch und tief. Wieder in deinem Tempo. Und wieder kontrolliert. Also achte drauf, dass du nicht mit Schwung irgendwie hier rumwippst, sondern kontrolliert hoch und wieder tief. Bauch ist angespannt. Gern leg auch mal die Hand hier an die untere Bauchmuskulatur. Und du merkst jetzt, wie hier die Muskulatur arbeitet, um die Hüfte maximal weit nach oben zu heben. Für die letzten 15 Sekunden gemeinsam. Also, auf geht's. Zieh durch. Du schaffst es, beiß die Zähne zusammen. Atme tief ein und aus. Und dann darfst du auch schon wieder absetzen und die Seite wechseln. Kurze Pause. Ellbogen unter die Schulter. Die Schulter wieder ganz weit wegziehen. Den Nacken lang. Beine gestreckt. Arm hoch. Und dann auch hier wieder. Dein Tempo. 45 Sekunden. Zieh die Schulter hier oben nochmal nach hinten. Versuche hier nochmal ganz viel Länge nach oben zu finden. Und schieb die Hüfte weit hoch. Denke an das Pendel. Leg vielleicht auch hier gerne nochmal die Hand an die Bauchmuskulatur. Merk, wie sich das Ganze hier zusammenzieht. Und wieder streckt. 15 Sekunden noch. Weiter. Sport macht Spaß. Du ziehst durch. Du hebst die Hüfte nochmal ganz weit hoch. Ich hoffe, deine Matte zieht es nicht so auseinander wie meine. Und dann lösen. Durchatmen. Kurz vielleicht mal die Schultern locker. 10 Sekunden, dann geht es weiter. Danach kommen wir schon zur letzten Kombination. Also Hände unter die Schulter, die Finger gespreizt. Füße hüftbreit. Schultern zum Becken, Spannung halten, laufen oder springen.
Nochmal 45 Sekunden. Versuch wieder möglichst leise zu springen und nicht durchzuhängen. Bleib in einer Linie. Und wenn es zu schwer wird, halte das Ganze. Zieh es durch. Trainier deine Körpermitte. Mach deine Rumpfmitte so fest, wie es geht. Glaub mir, du schaffst es, du hältst es durch. Es sind nur noch 20 Sekunden. Also gib nochmal alles. Komm, gemeinsam. Letzten 15. Durchziehen. Bauch und Po fest. Schultern. Ziehen wieder Richtung Becken. Ohne durchhängen. Nach außen und nach innen springen. Und langsam lösen. Lockern. Durchatmen. Ich hoffe, du schwitzt genauso wie ich. Wir kommen zur letzten Übungskombi. Atme nochmal durch. Eine Minute Pause. Also tiefes Ein- und Ausatmen. Langsam den Puls runterbringen. Dann komm mit mir in die Rückenlage. Sehr intensive Übung. Achte jetzt drauf, dass du keinen Crunch ausführst, sondern bewusst jetzt mal im Hohlkreuz liegst. Also hier dürfen jetzt deine Finger mal drunter kommen. Trotzdem leichte Bauchspannung halten. Die Arme nah an den Körper. Das Kinn zieht Richtung Kehlkopf. Brustbein nach oben und durch Druck der Arme. Ich fange es bitte erstmal mit gestreckten Beinen an. Durch Druck der Arme, der Ellbogen in die Matte, hebst du deinen Oberkörper hoch und senkst dich wieder ab. Also darauf achten, hier bleibt alles lang. Ohne Crunch, also ohne Einrollen, Lendenwirbelsäule ist deutlich gelöst. Und durch den Druck der Ellbogen löst du den restlichen Oberkörper noch mit. Etwas schwerer, die Beine dann angebeugt. Also, wir starten gemeinsam. Level 1. Beine lang, Kinn Richtung Kehlkopf, Brustbein hoch und Ellbogen in die Matte drücken. Nach oben anheben. Schöne intensive Übung für den breiten Rückenmuskel. Und wie gesagt, wenn du mehr willst, beug die Beine an, andere Hebelwirkung und du merkst, es wird deutlich intensiver. Na, auch wenn es jetzt vielleicht vorne im Hals ein bisschen ziehen sollte oder im Bauch leicht zieht, ist es okay. Hauptsache, du gibst richtig Druck mit den Ellbogen in den Boden und hebst dich hoch. Zieh es durch, streng dich an, solltest du nicht hochkommen. Einfach nur mit dem Ausatmen Spannung halten, einatmen, lösen. Ausatmen, Spannung halten, einatmen, lösen. Glaub mir, du kommst aber hoch, du schaffst das. Schon wieder Pause. Und jetzt machen wir einfach nur den diagonalen Crunch. Der ist vielen bekannt. Das heißt, deine Füße stehen hüftbreit auseinander, die Daumen kommen an die Schläfe, die Fingerspitzen an den Hinterkopf. Wir sind leicht eingerollt. Mit dem Ausatmen zieht die rechte Schulter zum linken Knie. Das Knie geht bis auf Hüfthöhe mit ran, dann wieder zurück, leicht eingerollt bleiben. Und die linke Schulter zieht zum rechten Knie. Auch immer wieder in der Mitte leicht eingerollt. Die Ellbogen sind hinten, aber ohne, dass die Ellbogen den Boden berühren. Na, bitte achte darauf, dass du dich jetzt nicht hier abstützt mit dem Arm, sondern der Arm wirklich von der Matte gelöst ist. Und im Wechsel trainierst du die rechte und linke Muskulatur. Und immer wieder zieht die Schulter Richtung Knie. Also Ellbogen bleibt hinten, dein Ellbogen berührt bitte nicht das Knie oder den Oberschenkel. Damit würdest du dich nur im Bewegungsradius selber limitieren. Wenn du ein bisschen mehr willst, nimm die Beine hoch und nochmal im Wechsel rechts und links nach vorn strecken. Da habe ich mich wohl im Timer verzählt. Das heißt, du atmest durch. Und eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. Nochmal 15 Sekunden Vorbereitungszeit. Nach hinten legen. Fersen aufgestellt. Noch einmal das Latt drücken. Brustbein hoch. Und Druck der Ellbogen in den Boden. Oberkörper anheben. Und immer wieder ganz leicht am Boden ablegen. Also nicht komplett die Spannung rausnehmen, sondern immer leicht die Spannung hier unten nach halten, sodass die Schulterblätter leicht aufliegen, Kinn bleibt Richtung Kehlkopf gezogen. Also leg deinen Kopf bitte nicht in den Nacken, sondern schau wieder über deine Knie hinweg Richtung Wand nach oben. Brustbein hoch, nochmal drauf achten, nicht einrollen, sondern wirklich Hohlkreuzposition und hoch und tief und hoch und tief. Gib nochmal alles, 10 Sekunden nur noch, schaffst du die letzten 3 Wiederholungen für dich. 2 noch,
und ein letzter und dann kurz Pause, durchatmen. So, diagonaler Crunch, Level 2, Beine sind mal mit oben, leicht eingerollt im Oberkörper und dann zieht auch hier die rechte Schulter zum linken Knie und gleichzeitig geht nochmal das rechte Bein mit nach vorne, linke Schulter, linkes Knie. Nee, linke Schulter, rechtes Knie und das linke Bein mit vor. Also im Wechsel. Ansonsten bleib in der Variante 1 die Füße am Boden. Aber machst du jetzt gerne nochmal die letzten paar Sekunden richtig intensiv. Gib nochmal alles, 20 Sekunden hast du noch. Die letzten 15. Versuch nochmal so viel wie möglich auszuführen. Nochmal den Oberkörper ganz weit einrollen, ganz weit crunchen, mit der Schulter weit zum Knie ziehen, das Knie nur bis auf Hüfthöhe ran, die Hauptarbeit im Oberkörper. Gib nochmal Gas, jawohl, und langsam wieder lösen und durchatmen. So, ich danke dir fürs Zuschauen. Jetzt kommt noch die Regenerationseinleitung und wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und lass mir auch gerne deine Gedanken dazu in den Kommentaren da. Hab vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und jetzt unbedingt bitte noch die Regenerationseinleitung machen. Die ist genauso wichtig wie das Krafttraining. Mach die Beine lang, schließ die Augen und atme einfach mal ganz tief in den Bauch ein und wieder aus. Tief einatmen. Ausatmen und stell dir ruhig mal vor mit dem Ausatmen, dass du vor einem Spiegel stehst und den Spiegel anhaust, so dass der Spiegel dann auch beschlägt und mit dem Einatmen nimmst du Entspannung und Energie auf und mit jedem Ausatmen gibst du Anspannung und jegliche Belastung, die dich im Alltag belastet, ab. Entspannung aufnehmen, einatmen und Anspannung ausatmen. Mal die Schultern, die Arme, die Beine ganz locker lassen. Der Rumpf ist ganz entspannt und du liegst jetzt einfach nur da. Wer hart trainiert, darf auch tief entspannen. Und nach den Bauchübungen ist es vielleicht ganz angenehm, wenn du die Arme mal hinter dem Kopf ablegst und dich reckst und streckst, die rechte und linke Flanke mal ganz, ganz lang ziehst, das Becken ein bisschen mit durchbewegst, einfach so ein bisschen seitlich kippen, bring mal wieder ganz viel Länge in deinen Körper. Na, schaukel auch vielleicht mal so ein bisschen hin und her, werd ganz entspannt, ganz locker, beweg dein Becken so ein bisschen nach rechts und links. Und mit dem nächsten Ausatmen beugst du einfach mal das rechte Bein an, legst den rechten Arm lang auf Schulterhöhe zur Seite raus. Die linke Hand kommt auf die rechte Oberschenkelaußenseite und mit dem Ausatmen lass einfach mal die Beine nach links fallen, das Bein nach links fallen, der Kopf dreht nach rechts und mit dem Einatmen komm langsam wieder zur Mitte zurück. Auch hier ist einfach nur das Ziel, die Schulter fest am Boden liegen zu lassen. Also du musst mit dem Knie nicht den Boden berühren. Einfach nur so weit zur Seite, wie es dir angenehm ist. Ja, eine letzte Wiederholung. Und dann bleib hier in der Mitte stehen. Hol dein linkes Bein ran, leg das rechte Bein gestreckt am Boden ab, leg den linken Arm lang zur Seite raus und auch hier jetzt rechte Hand auf die linke Oberschenkelaußenseite, halt die Augen gern weiterhin geschlossen und mit dem Ausatmen fallen jetzt die Beine nach rechts. Mit dem Einatmen kommt zur Mitte zurück, im Ausatmen dreht sich auch der Kopf nach links, also wir gehen hier nochmal komplett in die Rotation. Die Schulter bleibt am Boden liegen und du gehst auch nur in eine leichte
bis mittlere Dehnung. Also achte darauf, dass du nicht zu stark dehnst. Wir wollen nur leicht den Muskeltonus wieder senken. Na, wir dehnen nicht in einem Bereich, in dem wir eine Beweglichkeitsverbesserung erzeugen wollen. Also wir dehnen nicht zu intensiv, dehnen nur ganz leicht. Und mobilisieren. So, dann greif hier gern mit beiden Händen die Beinrückseite, hol ein bisschen Schwung, komm nach oben, öffne erstmal deine Augen wieder, atme tief durch und dann dreh dich einmal hier in den Füßlerstand und da mobilisieren wir einfach nur nochmal die Wirbelsäule. Also ausatmen, mach den Rücken rund, Blick zum Bauchnabel, einatmen, streck dich richtig lang, heb dein Herz nach vorn oben und wieder ausatmen, rund. Und einatmen, lang. So, jetzt finde mit dem Rücken eine neutrale Position. Stell ein Bein nach vorn, komm nach oben, richte dich hier auf. Den hinteren Fuß legst du möglichst entspannt am Boden ab. Mit dem Einatmen streck dich einfach mal ganz lang nach vorn oben, schieb dabei die Hüfte tief, mit dem Ausatmen wieder lösen. Einatmen, lang, Brustbein heben, Blick geht Richtung Decke hoch, sodass wir jetzt hier die ganze Körpervorderseite lang strecken. Tief einatmen, ausatmen, drei machen wir noch. Zwei. Und ein letzter. Und dann komm aus dieser Position. Einmal in den Kniestand, Wechsel, anderes Bein nach vorn. Auch hier wieder ganz entspannt den Fußrücken hinten ablegen. Und dann wieder mit der Einatmung die Hüfte tief. Das Herz nach oben heben, mit dem Ausatmen lösen. Schau gern wieder hinterher. Falls dir schwindlig werden sollte, lass den Blick nach vorn gerichtet. Heb dein Brustbein trotzdem weit nach oben an. Auf der Seite, wo du das Bein hinten hast, schieb tendenziell die Hüfte ein bisschen mehr nach vorn. Zwei müssen es noch sein. Und ein letzter. So, langsam lösen. Steh mit mir nach oben auf. Locker vielleicht erstmal kurz die Beine etwas. Dann nimmst du dein linkes Handgelenk, streckst die Arme nach oben, stellst dein linkes Bein hinter das rechte Bein und beugst den Oberkörper mal richtig weit zur rechten Seite an. Also nach rechts beugen. An der linken Hand ziehen, den Oberkörper nach rechts beugen. So, dass du merkst, jetzt hier in der linken Flanke entsteht eine Dehnung. Und dann komm langsam wieder zurück. Locker vielleicht mal kurz ein bisschen durch. Dann stell das rechte Bein hinter das linke Bein. Greif dein rechtes Handgelenk. Komm wieder nach oben und beug dich jetzt richtig weit zur linken Seite. Auch so, dass wieder eine leichte bis mittlere Dehnung entsteht. Tief auch in die Flanke einatmen. Jetzt dehne hier die rechte Flanke, da versuchst du dich ganz, ganz lang zu machen, ruhig bewusst so ein bisschen am Handgelenk ziehen. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Atme nochmal tief ein, streck dich nach oben und lass dich ruhig mal explosiv mit dem Ausatmen fallen. Einatmen, wieder hoch, nimm den Schwung der Arme mit. Einatmen, ganz, ganz lang strecken. Ausatmen, tief. Na, lass die Beine leicht gebeugt beim Ausatmen. Nimm den Schwung mit hoch. Und ein letztes Mal. Und dann danke ich dir vielmals fürs Mitmachen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Schreib mir auch gerne deine Gedanken zum Training in die Kommentare rein. Und wenn du es bei Instagram siehst, mach gerne einen Doppelklick, sodass das Herzchen erscheint. Bei YouTube und bei Facebook gern einmal den Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest,
Schau mal in die Beschreibung, da findest du mein PayPal-Konto. Für die, die es machen, vielen Dank schon mal. Und bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Ciao.